Zurück in unsere Sendung aus dem Bundestag mit Katrin Budde, SPD-Bundestagsabgeordnete aus Sachsen-Anhalt. Wir haben gesprochen über die Wahl in Hessen von gestern und das wollen wir jetzt nicht wiederholen, sondern über die Funktion, die Sie haben im Bundestag, nämlich Beauftragte für das Jahr der Friedlichen Revolution 2019, das nächste Jahr, 30 Jahre Mauerfall und Friedliche Revolution, Stichwort Montagsdemonstration in Leipzig und anderswo, und das Jahr der Einheit 2020, 30 Jahre Einheit. Mein Gott, sag ich mal, wie lang ist das her? Ja. Was macht man denn als Beauftragte? Müssen Sie die Gäste besorgen aus der ganzen Welt, mit Herrn Trump telefonieren, ob er vielleicht kommt? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Nein, oder jein. Es geht natürlich auch darum zu überlegen. Telefonieren Sie doch mit Herrn Trump. Also bei Herrn Trump ganz deutlich nein. Ansonsten beim Gäste mobilisieren oder organisieren vielleicht und ja. Es geht schlichtweg darum, dass sich einer mal einen Kopf macht, das nicht nur alleine. Also ich habe da auch Mitstreiter, frage auch. Also ich habe zum Beispiel mit Markus Meckel geredet. Ich werde mit der Landesgruppe Ost reden und mit vielen anderen, die entweder 89 schon dabei waren und auch den Prozess bis 90, bis zur deutschen Einheit sehr intensiv miterlebt haben oder eben auch mit Jüngeren, um zu erfahren, was ist denn ihre Erinnerung und ihr Anspruch an ein solches Jubiläumsjahr oder zwei Jubiläumsjahre, wo das eine ja das andere erst möglich gemacht hat. Weil ich finde schon, dass man darauf hinweisen muss, und zwar nicht bloß mit einer großen Veranstaltung irgendwo, wo wieder drei große Reden gehalten werden, die vielleicht dann auch noch zwei Wochen nachwirken, sondern ich finde, gerade an 89 muss überall da erinnert werden, wo es stattgefunden hat. Also meine Idee ist zu sagen, wir müssen im Osten in die ganze Kleine und Mittelstädte, natürlich auch nach Leipzig, aber hat eben immer auch nur Leipzig im Auge, Montagsdemonstration. Aber wie war es in Magdeburg? Also in da war es ja, am 9. Oktober genauso. Also am 9. Oktober bin ich früh zur Arbeit Oktober gegangen. Oder 9. November? 9. Oktober. Nicht 9. November, das ist die Maueröffnung. Am 9. Oktober war die entscheidende Demonstration, und zwar nicht die, sondern die entscheidenden Demonstrationen. Am 7. Oktober kam es ja zu Ausschreitungen an verschiedenen Stellen, da wo demonstriert worden ist, also so auch in Leipzig, Magdeburg auch ein bisschen, in anderen Städten auch noch. Und am 9. Oktober, das war ja der nachfolgende Montag, da nahm das richtig Fahrt an. Und aus meiner Einschätzung, und ich war dabei, also war das der entscheidende Tag, der Tag, an dem sich entschieden hat, ob es wirklich eine friedliche Revolution werden würde oder ob die Panzer aufrollen oder ob es blutig enden wird. Wir getroffen. Ja. Ja, es gibt ein Foto von mir in eigener Sache gesprochen. Ich stehe zwischen zwei Volkspolizeireihen. Ja. Ich bin der Einzige, der da durchgegangen ist und plötzlich drehten die sich alle um. Und daraufhin habe ich geschrieben für meine Zeitung, damals Bild-Zeitung, der Staat knickt vom Volk ein, es ist zu Ende. Ja, also das war einfach nicht absehbar an diesem 9. Oktober. Das ist tatsächlich so, also es hört sich immer an, als ob irgendjemand, wenn meine Oma früher immer gesagt hat, das ist noch Friedensware, das ist von vor dem Krieg, ja, so ist manchmal das Gefühl, wenn ich darüber rede, was 89 war, das ist so von ganz früher, aber so lange ist das gar nicht her. Und es war tatsächlich so, dass am 9. Oktober in den Betrieben die Losung ausgegeben worden ist, geht heute nicht zu den Demos, die hatten Angst, dass ganz viele gehen, heute wird geschossen. Und mit dieser inneren Angst sind wir dahin gegangen. Also ich bin auch durch die Kampfgruppen durchgegangen, war in der Volkshochschule abends und bin rübergegangen zum Dom, da habe ich meinen Mann getroffen. Mein Vater war in Leipzig, der hat gesagt, ich fahre heute nach Leipzig, ich gehe in Leipzig mit. Und meine Mutter, das ist ganz witzig, die ist zu Hause geblieben, was heißt witzig, ist das nicht wirklich, und hat gesagt, einer muss zu Hause bleiben, damit ich euch suchen kann. Das war für mich damals als Anfang 20-Jähriger, ich dachte, was erzählt die da? Aber die war Zweite Weltkrieg-Kind. Wie wusste, dass Menschen verschwinden und dass dann irgendwie wenigstens einer da sein muss, der suchen kann. Mir so viel Angst hatte ich nicht, aber beim Reingehen sowieso nicht, aber beim Rausgehen, wir haben nicht gewusst, was passiert. Ja, aber als Sie dann nach Hause gingen am Abend, ja, wie war es da? Da hat man so ein Gefühl gehabt, also nicht, jetzt haben wir gewonnen oder gesiegt, ja, sondern dieses, es verändert sich was. Also jetzt passiert was, es verändert sich was. Wo es genau hinging, das wusste am 9. Oktober noch niemand. Also keiner hat geahnt, dass schon im Grunde 4 Wochen später die Mauer offen sein wird, der Grenzverkehr nicht mehr oder da sein wird. 11 Tage später, am 18. Oktober, Erich Honecker nicht mehr da war. Auch das nicht. Also das konnten wir uns nicht vorstellen. Ja? Also man hat schon über einen längeren Prozess nachgedacht und wir haben schon geglaubt, es würde sich innerhalb der Struktur DDR etwas demokratisieren. Mit dem Blick von heute, das wäre natürlich nie möglich gewesen. Völlig klar, dass man da einen klaren Schnitt machen musste. Was allerdings die Einheit hinterher angeht, ich denke mal,
da wäre anstatt Beitritt schon eine gemeinsame Verfassung was Richtiges gewesen für so einen Neustart. Also ich finde schon, dass in dem Jahr danach war man... War ja auch eigentlich vorgesehen. Ja, dass im Jahr danach man hätte... Also, ja, da waren die Strukturen ja schon anders. Es gab auch in der DDR demokratisch gewählte Parlamente. Also das hätte man aus meiner Sicht anders machen können. Wir zwei haben das gleiche Erfinden jetzt, weil wir dabei waren. Ja. Wir haben beide in Leipzig auf der Straße gestanden. Na, ich in Magdeburg, Sie in Leipzig. Mein Papa war in Leipzig. Also sagen wir mal in der DDR in diesen Tagen und Monaten. Aber wie fangen Sie das jetzt auf als Beauftragte der Bundesregierung? Die Kanzlerin oder wer auch immer Sie beauftragt, hat gesagt, machen Sie mal was. Ich bin ja die Beauftragte meiner Fraktion. Na gut. Das, und weil ich finde, dass also zum Beispiel im nächsten Jahr, ja, das ist ein Jahr an die friedliche Revolution, an dem die SPD ganz entscheidenden Anteil hat, weil sie war die einzige neue Partei zu diesem Zeitpunkt, die sich auch in Tradition gegründet hat. Ja, und die CDU, die hat da gar keinen Anteil dran gehabt. Einzelne Menschen, die vielleicht Ost-CDU-Mitglieder waren, ja. Aber die Ost-CDU als Parteistruktur, also die war Blockpartei bis zum Ende. Ja. Und ich habe, meine Vorstellung ist also, an den authentischen Orten, in den vielen Mittelstädten, in denen es diesen 9. Oktober und danach die runden Tische gegeben hat, mit den Menschen, die noch da sind, und Jüngeren zusammen das Gespräch zu suchen, zu erklären, weiter zu transportieren. Also Vergangenheit revitalisieren. Naja, ich glaube, da wird im täglichen Leben ganz wenig drüber geredet. Das ist geglückt, es ist vorbei, es wird in bestimmten Gruppen darüber geredet. Es wird vielleicht, wenn es ganz weit ist, mal im Schulunterricht jemand geholt, der da dabei war. Ja, aber dass da flächendeckend also dran erinnert obwohl wird. Obwohl ich am 9. Oktober da war, brauchte ich erst einen Anstoß. Sehen Sie? Weil ich dachte, Sie wollten über 9. November reden. Nennt vielmehr ein, du warst ja selber am 9. Oktober. Da. Also Sie wollen das nochmal zurückholen. Ins Geschichtsbewusstsein bringen, einer breiten Masse und vor allen Dingen eben auch der Jüngeren. Ja, weil das ist eine Geschichte, ich glaube das manchmal selber noch nicht, dass ich Teil dieser Geschichte bin. Ja. Aber das ist eben etwas, was eigentlich nicht lange her ist, was aber nicht nur Deutschland und unser Leben komplett verändert hat, sondern eigentlich ja der Anstoß auch für diese Art von Globalisierung mit den Problemen, die wir heute haben, aber auch mit den Chancen, die wir heute haben, gegeben hat. Ja? Also dieser 9. Oktober ist im Grunde der Ausgangspunkt für ganz, ganz vieles hinterher. Das macht man sich nicht bewusst. Ich sage zu meinen Jugendweihereden, wenn ich rede, sage ich immer, man braucht Tage wie diesen, besondere Tage, an denen man sich bewusst macht, bestimmte Dinge. Ja? Was bedeutet das? Der Schritt ins Erwachsenenleben. Und so ist es hier auch. Wir müssen uns diesen 9. Oktober, diese friedliche Revolution, das, was die Menschen wollten, ihre Sehnsüchte, ihre Hoffnungen, auch wie sich das ganz schnell verändert hat, ja? Auch das müssen wir wieder zu uns holen in die heutige Zeit. Ich glaube, man kann dann auch ganz viel verstehen, warum so viele Menschen enttäuscht sind, warum es heute so ein, wie so ein verspätetes Trauma, wobei Trauma kommt ja immer erst später, ja, also so nach fast 30 Jahren mit einmal Dinge hochkommen in breiten Bevölkerungsschichten im Osten, wo also viele gar kein Verständnis dafür haben, woher das kommt. Ich glaube, das hat eben ganz viel damit zu tun, woher sind wir gekommen, wie war die Zeit zwischen dem 9. Oktober und dem 3. Oktober der 90, ja, und was ist danach passiert? Also wie ist diese Einheit gelebt worden, praktiziert worden, vollzogen worden? Was hat sich in Schulsystemen, in Versicherungssystemen, auf dem Arbeitsplatz, in der Krankenversicherung, im alltäglichen Leben abgespielt? Und wie hat sich Gesellschaft verändert? Autonummernschild, sage ich immer dazu. Autonummernschild, da gibt es ganz viele Dinge. Ja. Welche Betriebe, wenn ich durch Magdeburg fahre, also meine Geburts- und Heimatstadt, ja, dann fahre ich heute noch den Weg vom Bahnhof bis zu mir nach Hause durch Ruinen von Unternehmen. Ja, das sind zigtausende, die da noch vor 30 Jahren gearbeitet haben. Ja, klar, die Betriebe waren zum Teil marode und nicht wettbewerbsfähig. Aber trotzdem war die Tatsache, dass da tausende von Menschen gearbeitet haben, dass da ihr Lebensinhalt war, dass darüber der Urlaub organisiert wurde, die Brigade feiern, dass ihr Selbstwertgefühl aus diesem Job, aus dieser Arbeit heraus entstanden ist. Und das ist dann nach 90 ganz schnell in sich zusammengebrochen worden. Aber ist das nicht das Wichtigste, jedenfalls empfinde ich, ich finde das genauso wie Sie, ist das nicht das Wichtigste, den anderen, den Westdeutschen klarzumachen, das Leben hat sich geändert, für den Westdeutschen hat sich gar nichts geändert. Gar nichts, das ist richtig. Und ich glaube auch, dass wir in Ostdeutschland schon, weil wir Westfernsehen geguckt haben,
Ja, das war die praktische Seite, aber dass wir mehr wollten, mehr wussten vom Westen, auch nicht nur die guten Dinge, auch die schwierigen Dinge, ja, dass wir uns mehr dafür interessiert haben und dass wir auch neugieriger waren, diesen Teil kennenzulernen. Damit meine ich jetzt nicht Niedersachsen oder Bayern oder Hessen, die an der Zonenrandgrenze liegen, wo es ganz viele Zusammenarbeit, ganz viele Freundschaften und so gibt oder die, die ganz bewusst gesagt haben, ich gehe in den Osten, da ist jetzt Aufbruch, ich will da was kennenlernen oder die Glücksritter oder was alles gekommen ist, wer alles gekommen ist, sondern ich glaube, in der Masse hat die Veränderung im Osten stattgefunden, jeder Phase des Lebens im Grunde. Da ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Ja? Und es sind nicht nur Erfolgsgeschichten gewesen. Jeder hat am Anfang natürlich gedacht, ich bin die Gewinnerin, ich bin der Gewinner. Aber natürlich gibt es nicht nur Gewinner und Gewinnerinnen, schon gar nicht bei so einem Umbruch. Ja? Und in den alten Bundesländern, ich glaube, dass nicht alle das verstehen können. Wenn die so einen grundlegenden Wandel im Leben erlebt hätten, ja, ich glaube nicht, dass alle damit klargekommen wären. Ja, ich glaube, dann hätte es eine Revolution gegeben. Aber die Revolution, die friedliche Revolution ja. ist dann im Osten passiert. Wir haben den 9. November ja, in ein paar Tagen und Mauerfall. Darüber reden wir ein andermal. Jetzt gehen Sie wieder an Ihre Arbeit als Beauftragte der SPD-Fraktion, ja, um das Jahr 2019, das Jahr der friedlichen Revolution, ja, mental und auch sonst wie zu organisieren, damit wir es nochmal empfinden und auch richtig empfinden. Und ein bisschen was von diesem Aufbruch mitnehmen. Und den Aufbruch endlich nochmal erleben und vielleicht hilft das ja auch ja. der SPD. Und auch mal sehen, was ja. es damals für und Probleme und Schwierigkeiten gab. Ich finde das ganz toll und bin sehr gespannt, was Sie machen und da treffen wir uns nochmal, bevor der 9. November 2019, 30 Jahre Mauerfall kommt, dann reden wir mal, wie weit Sie sind. Ich bedanke mich für heute, dass Sie da sind und trotzdem das Wort fröhlich gebrauche ich nicht mehr, trotz der Hessen-Debakel doch noch ganz guter Stimmung sind. Aber jetzt gilt es, das zu verändern, damit wieder Schwung in den Laden kommt. Genau. Ja. In diesem Sinne, herzlichen Dank, dass Sie da waren, gerne. Katrin Budde, SPD-Bundestagsabgeordnete, und vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Ja, der Schock von gestern sitzt bei einigen noch tief, aber Frau Merkel tritt nicht mehr an. Vielleicht hilft das ja ein bisschen was für die Atmosphäre. Mal sehen. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wie dann die Lage ist. Bis dahin sage ich danke und tschüss.